Liebe Kolleginnen und Kollegen, da haben wir eine heftige Meinungsverschiedenheit mit Preußen Elektra. Uns geht es nicht um vergleichbar gute Arbeitsbedingungen, uns geht es um die gleichen Arbeitsbedingungen. Und an der Stelle ist es wirklich ein deutliches Zeichen, dass ihr heute alle hier seid. Ich persönlich rechne auch fest damit, dass wenn hier keine feste Zusage kommt, dass diese Arbeitsbedingungen gleich bleiben, nämlich ein Betriebsübergang nach 613a stattfindet, dann rechne ich fest damit, dass wir hier mindestens in der gleichen Personenzahl, wenn nicht gar noch mehr Leute, hier draußen stehen und nochmal ein deutliches Zeichen in die Richtung Preußen Elektra sendet. Wir wollen einen Betriebsübergang nach 613a. Unsere Arbeitsbedingungen müssen gleich bleiben. Wir wollen die Bedingungen, die wir heute haben, später auch nochmal verbessern. Aber wir werden diese Arbeitsbedingungen verteidigen. Es geht uns darum, der Bewachungsauftrag für das Kernkraftwerk in Grohne ist aktuell ausgeschrieben. In dieser Ausschreibung findet der Paragraph 613a BGB, also der Betriebsübergang, der die Arbeitsbedingungen der Beschäftigten hier am Standort sichert, der sie festschreibt, dass der nicht genügend Beachtung findet. Darauf wird nicht verwiesen. Und genau deswegen ist es uns wichtig, an der Stelle ein Zeichen zu setzen, dass die Arbeitsbedingungen hier so gut bleiben müssen, wie sie aktuell sind, dass wir von diesem Standort aus natürlich dann auch noch mal ein Stück weit nach Verbesserungen schauen, aber eben in keinem Fall Verschlechterungen im Sinne des Auftragswechsels dann hinnehmen wollen. Wir haben uns hier heute versammelt, um zum Ausdruck zu bringen, dass sollte es einen Firmenwechsel geben, dass der halt nur mit einem 613a stattfinden kann. Hier sind hier 140 Mitarbeiter, die dann auch teilweise hier auch Existenzängste haben. Und wir hoffen, dass wir am Ende das auch wieder gut schaffen und in der Reihe kriegen.